Wir sind wieder zurück bei Let's Play Fallout 3 und in dieser Folge, ich habe euch in der letzten Folge ein bisschen getrollt, ja, es tut mir natürlich sehr leid, aber ich konnte mir diesen kleinen Schelm einfach nicht verkneifen, nachdem ja so viele nach der Facecam gefordert haben und auch so aggressiv auch teilweise und jetzt, meine Freunde, ist es dann auch wirklich soweit, ich schnipse einmal fröhlich und schwupps und da ist auch schon die Facecam. Ja, sorry nochmal für den kleinen Troll, aber wie gesagt, das konnte ich mir einfach nicht verkneifen, nachdem so viele auch so aggressiv nach der Facecam gefragt haben, konnte ich mir das nicht verkneifen. Tut mir sehr leid. Und jetzt spielen wir mit Facecam. Ich hoffe, ich kriege das auch alles so hin und es funktioniert auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß nicht, wie die Lichtverhältnisse sind. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich sehe mich hier drüben auf dem anderen Bildschirm auch. Ja. Sehr schön. Und ich würde mal sagen, wir starten dann direkt mal los. Und ja, ich hoffe, das funktioniert von der Framerate her einigermaßen. Und wir betreten jetzt die Brutstätte der Ameisenkönigin. Und naja. Schauen wir einfach mal. Auf geht's. Ich hab ja schon ein bisschen Schiss jetzt, muss ich sagen. Ne? Na gut, auf geht's. Es kann nur noch schlimmer werden. Ich guck nochmal gerade. Lichtverhältnisse sind... Boah, könnte besser sein. Mal gucken, ob ich beim nächsten Mal vielleicht die Lampe da hinten anmache oder sowas. Mal schauen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Was haben wir hier? Ameisenmüll. Ein Kampfmesser und eine Kernspaltungsbatterie. Brauchen wir beides nicht. Nicht wirklich zumindest. Und da hinten kommt der erste Wächter des Ameisennestes und... Okay, gut. Ich dachte gerade schon, die Aufnahme ist abgeschmiert, aber ist nicht so. Und Alter, ist das ein Riesenviech. Ist das ein Riesenviech. Oh mein Gott, die Waffe ist leer. Waffen, abgesägte Schrotflinte, Bleirohr, hä? Wer nimmt denn sowas mit? Schwachsinn. Chinesisches Sturmgewehr. Guck mal, können wir sogar reparieren. Auch wenn wir jetzt keine Munition mehr dafür haben. Die Kampflinte, ja, ist natürlich nicht schlecht, aber... Ich glaube, es ist nicht so gut, wenn wir da so nah rangehen, oder? Wir nehmen mal die 10mm Maschinenpistole. Das ging ja noch einigermaßen. Okay. Ameisenfleisch und Feuerameisen-Nektar. Das Ameisenfleisch können wir mal mitnehmen. So ein bisschen Ameisenfleisch schadet ja niemals. Esse ich auch gerne mal so zwischendrin. Gebratene Ameisen schmecken sehr gut. Okay, was haben wir hier? Einen Generator, einen alten? Brauchen wir nicht. Ameisenmüll, ist nichts drin. Na gut, dann nicht. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Oder auch nicht. Ich speichere mal. Nur so für den Fall der Fälle. Nee, ich hasse dieses Geräusch. Das macht mich fertig. Hallo. Na? Mistvieh. Stirb doch! Alter! Auf damit! Sehr gut! Aber auch diese Waffe ist fast leer. Scheiße, wir brauchen Munition und zwar dringend. Okay, 13 Schuss reichen niemals, um so ein Vieh Blatt zu kriegen. Ja, wir müssen auf die Kampfflinte umsetteln. Das könnte eine ziemlich feurige Angelegenheit werden. Denn, Alter, gleich zwei auf einmal, ernsthaft. Das bringt nichts, auf Entfernung mit der Kampfflinte zu kämpfen. Die ist dafür null ausgelegt. Oh, Alter, Alter. Hilfe, ich häng fest.
Shit. Okay, eine haben wir. Wir gehen erstmal ein bisschen zurück. Zurück, 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 zurück. Rückzug! Okay. Wir müssen... das war das iPad. Ich muss schon sagen, was ist jetzt los? Wir müssen Stimpak. Stimpak, Stimpak. Okay, da unten ist der andere Kollege. Vielleicht, warte mal, wenn der da unten so rumgammelt, ne? Vielleicht könnte man ihm ja auf freudige Art und Weise erzählen, dass so eine Granate echt gefährlich ist. Die macht dem ja gerade mal gar keinen Schaden. Interessiert das Vieh überhaupt nicht. Hallo? Hallo, Mistvieh. 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 Ja, super. Geil. Wir sind so heldenhaft. Unfassbar. Wahre Helden. Wahre Helden. Okay. Bäh, mich kribbelt's überall. Bäh. Jo, Aufnahme läuft noch. Sehr gut. Hallo. Ah. Die haben aber auch eine miese Distanz drauf, die Scheißviecher, ne? Hör auf! Okay, warte. Bams! Sehr gut. Die 5 Nestwächter der Brutstätte zu Dr. Lesko zurückkehren. Freunde? Wir gehen. Warte mal. Nur mal so... just for fun. Für die Quote. Was passiert eigentlich, wenn man... nun ja, ich sag mal... hör auf! Alter! Na, nun reparier das Ding. Alter, die hält einiges aus. Ach, und jetzt schießt der Roboter auch auf das Vieh, oder was? Krass. Okay, hier kriegen wir Red. Boah, was die aushält, ey. Wir haben jetzt schon 4 Raketen reingepustet. Drei Stück haben wir noch. Hey! Ja, die ist recht tot. Ich töte die. Du tötest die nicht. Mach hinne. Ah, Alter. Die Ordnung wird sogleich wiederhergestellt. Bitte warten. Ameisen. Was ist das? Ameisen. Pheromone. Hey! Aber so geil war das jetzt nicht, ne? Wollte der seinen komischen Portable-Computer nicht wieder zurückhaben? Ah, naja, okay, wir laden wieder. Ich wollte nur mal gucken, was passiert, wenn wir das Vieh töten. Wir haben aber auf jeden Fall, Karma hinzugewonnen, wenn wir das Vieh töten. Wir müssen hier lang. Aber wir verfolgen natürlich das optionale Ziel, der Ameisenkönigin keinen Schaden zuzufügen, wobei ich nicht weiß, warum sollten wir sie am Leben lassen? Ich meine, klar, Forschungszwecke und so weiter. Und so fort. Warte mal. Zu Doktor zurückkehren. Die Quelle der Feuerameisen entfernen. Okay, wir gehen erstmal zurück zu dem Doktor und befragen ihn jetzt, was er sagt. Ob wir das gut gemacht haben oder er nicht so. Und falls wir dann diesen Auftrag nicht kriegen, also nicht vollständig kriegen, dass wir diese Quelle der Feuerameisen beseitigen sollten, dann werden wir wohl oder übel zurückkehren müssen und der Königin in den Arsch treten müssen. So leid mir das dann auch tut. So, Doktor.
Wie ist es? Ich habe mit meinen Geräten in der Brutstätte der Königin einige Änderungen entdeckt. Was könnte da nur vorgefallen sein? Weiß nicht. Meine Arbeit ist getan. Oh, fantastisch. Ja. Was ist eigentlich passiert? Naja, ich sag mal so. Also, ich habe alle Nestwächter getötet und... Ich werde mich also sofort an mein tragbares Terminal setzen und die notwendigen Änderungen an der Formel vornehmen. Ich danke Ihnen vielmals für alles. Sie waren ein recht nützlicher Laborassistent. Ah, okay, die Quelle der Feuerameisen entfernen. Sehr gut, das haben wir geschafft. Aber was ich mich gerade frage, wie kann der bitte da unten sitzen, während diese riesige, fette Ameise durch die Gegend läuft und alles platt mäht, was ihr nur in die Nähe kommt? Ich weiß es nicht. Naja, gut, ich bin bereit für meine Mutagen-Bioverstärker-Injektion, Doktor. Fantastisch. Welche Injektion möchten Sie denn haben? Soll es die mit der Ameisensicht oder die mit der Ameisenmacht sein? Was passiert dann nochmal? Ich habe da jetzt vorhin gar nicht... Ich würde mit der Ameise gerne Körperkraft verbessern, meine Wahrnehmung verbessern. Ja, Körperkraft verbessern ist ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Wir nehmen das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Fantastisch. Ja. Ich werde Ihnen also die Ameisenmacht injizieren. Halten Sie bitte still. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst. Sie haben jetzt die Stärke der Stärke und Feuerresistenz der Great Age Feuerameisen. Ihre Stärke ist um einen Punkt ist um einen Punkt höher und sie sind zu 25% gegen Feuer immun. Das ist doch super. Oder nicht? Ist doch toll. Vielen Dank, Doktor. Und als Dankeschön puste ich Ihnen den Kopf weg. Okay. Ich hatte da irgendwie Bock drauf gerade. Es macht einfach Spaß, aus dem Nichts willkürlich den Leuten hier den Kopf wegzuschießen. Ist das ein bisschen krank? Keine Ahnung. Lustig ist es allemal. So. Okay, wir kehren zurück. Sind wir überhaupt richtig, wenn wir zurückkehren wollen? Warte mal. Ja doch, wir sind richtig. Da oben geht's zurück. Alles klar. Okay. Jetzt dürfen wir den ganzen tollen Weg wieder zurücklaufen. Ja, ist ja eine super Sache. Da freue ich mich richtig drauf. Richtig spannend, zumal man ja hier auch so schnell vorankommt. Man kann ja hier richtig sprinten. Durch die Gegend sprinten. Das ist der absolute Wahnsinn. So. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Kleinen Moment. iPad activated. 13 Minuten. Ah, das geht ja noch. So ein bisschen die Folgenlänge noch ein bisschen im Auge behalten. Ein bisschen. Habe ich schon ein bisschen gesagt? Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Okay. Hier die Abwasserrohre von Washington. Wunderbar und richtig lecker. Lecker, schmecker, klein und rund. Und schnell in meinem Mund. Kennt ihr das? Die Kinderbonbons. Aber ich fand die Werbung schon immer ein bisschen anstößig und versaut. Muss ich sagen. Okay, sind wir da hinten schon mal lang gelaufen eigentlich? Nein, sind wir nicht. Können wir ja gerade vielleicht mal noch machen. Dann schauen wir mal, wo wir da hinten noch hinkommen. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob ich das überhaupt will. Ah, da hinten ist ein Ausgang. Gucke mal. Oh. Ah ja. Okay, das ist eine kleine. Die können wir wegpusten. Oh, oh, easy going. So, was hat die dabei? Nichts hat die dabei. Okay. Hey, guck mal, da ist noch eine. Fuck. Wir müssen da ran, wir müssen da ran, wir müssen da ran. Alter. Mistvieh. Boah, ich dachte, die wäre tot. Mistiges Drecksau, Arschvieh. Ich glaub's geht los. Blöde Kuh. Okay, hier haben wir einen. Wo geht's hier hin? Oh, ist nur leicht verschlossen. Hey, das kriegen wir auf. Ah, das muss great. Das muss epic. Mein kleiner Vorratsraum. Guck mal, mit Schrotpatronen. Hey, 10 Stück. Ein Trennmesser, ja lecker. Oh, 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 hoi, oh.
Und noch eine Munitionskiste mit ein bisschen Munition, logischerweise. Und hier haben wir noch eine Munitionskiste mit Splitterminen. Nehmen wir mit. Das war am Hammer. Altmetall- und Sensormodul. Joa. Oh, 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 ein Safe. Ah, übles Nachtzeug. Wahnsinn. Wahnsinn. Also was der hier wirklich... Ich sage es nur einmal. Her mit dem üblen Nachtzeug. Wer bist du und warum siehst du so scheiße aus? Das werdet ihr euch wahrscheinlich auch gedacht haben, als ihr die Facecam das erste Mal gesehen habt. Ich behalte das Ding zurück, sonst werde ich ungemütlich. Okay, okay, hier kein Grund, gleich gewalttätig zu werden. Wie wär's mit ein paar Kronkorken? Keine Chance, das gehört mir. Hol's dir schon, wenn du meinst, dass du es kannst. Wir probieren mal Sprache 38%. Falsche Antwort. Jetzt gibt's Tote. Stimmt. Kronkorken? Ich habe sie gewarnt. Ich frage nur einmal. Jetzt nehme ich es ihnen weg. Glaube ich nicht. Ja, ein bisschen Schuss. Ach guck mal, der hat 7 Kronkorken dabei gehabt. Die hätte er nicht mal geopfert, der alte Penner. Musste man ihn töten. Mieses Schwein. Okay, gut, ach, das war ein Raider. Ja gut, die ist ja nicht so schade. Die Jagdflinte nehmen wir mal mit. Aber wir reparieren diese gleich. So. Da wird mal nachgeladen und dann schauen wir mal weiter. Ich höre schon wieder Ameisen. Feuer-Ameisen-Soldat. Oh, vor dem müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Ich warte mal gerade, bis der hier ist. Scheiße! Okay, das ist nur ein kleines Vieh. Ja, die sind ja nicht so schlimm. Geht ja noch einigermaßen. So, Ameisenfleisch nehmen wir wie immer mit. Das Vieh hat nichts dabei. Schade drum. Okay, dann geht's nicht weiter, alles klar. Oh! William Brandis. Alter, was hat der denn alles dabei? Energiezellen, her damit. Laserpistole, her damit. Motorradbrille, ne. Wieder ein Schlüssel. Wo wir den wohl einsetzen können? Werkzeugschrank, eine Werkzeugkiste. Ich würde ja gerne die ganzen elektrischen Leiter mitnehmen, weil die ja ein bisschen was bringen, ne, aber... Wir haben leider keinen Platz. Und wo können wir diesen Schlüssel jetzt einsetzen? Den der Macker da dabei hatte. Wir speichern mal gerade. Waren wir hier schon mal? Jo, hier waren wir schon. Aber hier können wir noch langlaufen. Warte mal, zurück und dann... Ist das richtig? Das ist richtig. Aber so wie es aussieht, gibt es da hinten nichts. Ich frage mich nur gerade, was können wir jetzt mit dem Schlüssel anstellen, den wir da gefunden haben? Sind da irgendwas, wo wir nicht aufgedeckt haben, vielleicht? Brutstätte der Ameisenkönigin? Nö. Hatte der irgendwo ein Haus gehabt, in Greyditch oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir mit dem Schlüssel ja irgendwas anstellen können. Müssen wir mal schauen. Ach, guck mal, da ist auch noch eine Tür. Geht's denn dahin? Warte mal. Okay. Ein weiterer Wartungsschacht. Ach, da geht's nach draußen. Boah, ist das laut. Alter. Wo sind wir hier und was machen wir hier? Nein! Können wir bitte irgendwie flüchten oder gehen oder so? Oder vielleicht... Oh, oh, guck mal hier. Oder vielleicht beides? Mit wem bekriegt denn der sich da? Mal gucken, ob wir einfach so hier aus der Affäre kommen. Alter. Boah, ich muss hier weg. Hallo? Nein!
Nein! Nein! Nein, 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 lass mich in Ruhe! Bitte hau ab! Bitte geh! Alter, wo sind wir denn hier gelandet, verdammte Scheiße? Wir sind, glaube ich, die falsche Tür rausgelaufen. Bitte lass uns die Schnellreise machen können. Das ist ganz mies gerade. Nein, wir können natürlich nicht schnell reisen. Fuck it. Alter. Das ist gar nicht gut. Oh, Paladin der Bruderschaft. Hilf mir. Hallo. Freunde. Aber die können die eigentlich ruhig mal töten. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Warte mal, wir helfen dem gerade mal. Den hier kriegen wir ja eigentlich platt. Jo, kein Problem. Alter. Ich bin immer wieder ein großer Fan von der Kampfflinte. Okay, warte. Scheiße, können wir nicht reparieren. Gut, schmeißen wir eine weg. Jagdflinte ist ja eh nicht mehr so pralle. Da schmeißen wir die hier mal weg. So, Laserpistole können wir aber reparieren. Sturmgewehr können wir nicht reparieren. Das heißt, wir schmeißen eins weg, weil wir gerade überladen sind. Nein, weg damit. Okay. Menü, wie mache ich nochmal? Wie schließe ich denn? Ah. Was hat der noch dabei? Oh, Kakerlakenfleisch. Lecker. Oh, was ist mit dem hier passiert, Alter? Dumm gelaufen, wa? Wir sind hier mitten im Burgerkrieg, wollte ich gerade schon sagen, rausgekommen. Oh, ein Nuka-Cola-Automat. Oh. Im Bürgerkrieg scheinbar rausgekommen. Hier ist ordentlich was los. So. Okay, können wir von hier aus jetzt schnell reisen, bitte? Ich möchte gerne zurück nach Kraditch und die Mission endlich beenden. Ja! Oh. Boah. Zum Glück waren die Bruderschaftsmänner da. Das heißt, wir haben nochmal Glück gehabt. So, jetzt quatschen wir mit Brian Wilkes und erzählen dem mal, dass es da noch einen Wissenschaftler gibt, der noch lebt. Und der ihm nicht mal geholfen hat. Was wiederum zeigt, wie gut wir einfach sind. Echte Gutmenschen. Ha, blöde Monster. Hier drin können sie mich nicht. Hi! Die Ameisen. Es war wirklich seltsam. Plötzlich drehten die Ameisen durch und kämpften gegeneinander. Die waren irgendwie völlig durchgedreht. War echt unheimlich, aber auch irgendwie cool. ich war ganz alleine. Die Ameisen sind alle tot. Meine Arbeit ist getan. Jetzt geht's nach Hause. Ich wünschte, ich könnte ihnen für ihre Bemühungen etwas geben. Aber ich hatte von Anfang an nicht viel. Dann sind sie jetzt wohl wieder weg und ich muss alleine über die Runden kommen. Vielleicht besuchen sie mich ja eines Tages. Ich kann dich hier nicht alleine lassen. Ich werde dir ein neues Zuhause suchen. Ja, zu Hause bist du besser aufgehoben. Ich muss darüber nachdenken. Wie soll man dem denn ein neues Zuhause suchen? Ja, wir könnten ihn nach Megaton schaffen. Meinen Sie das ernst? Nee. Hurra! Ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich werde in meinem Haus auf Ihre Rückkehr warten. Ich muss sowieso meinen Papa begraben. Vergessen Sie mich aber nicht. Nö. Also ich gebe auf, ich finde einfach niemanden, der dich aufnehmen will. Fällt dir irgendwer ein, der sich um dich kümmern könnte? Tja, Papa hat immer von meiner Cousine Vera erzählt. Sie lebt irgendwo in so einem riesengroßen Schiff oder sowas. Papa hat den Ort Rivet City genannt, aber ich weiß nicht, wo das ist. Rivet City? Waren wir das schon mal? Nee, ich glaube nicht. Okay, ich muss jetzt gehen. Für einen Erwachsenen sind sie echt... Joa. Okay, wir sollen jetzt also ein Zuhause für den kleinen jungen Mann finden. Rivet City kann man sich mal im Gedächtnis speichern. Da schauen wir uns dann vielleicht mal ein bisschen genauer um. Wo das jetzt aber sein könnte, weiß ich nicht. Das ist das Anchorage Memorial, lauwarme Abwasserrohre und der Plaza des GNR-Gebäudes. Metro Falls Church. Ah, da unten ist Rivet City, aber das ist ja am Arsch der Welt. Okay, da kommen wir so einfach nicht hin. Zumindest jetzt nicht so schnell. Aber das macht doch gar nichts, denn... Moment, ich gucke eben nochmal schnell. Es wird langsam hell draußen, sehe ich gerade. Wunderschön. 24 Minuten, das ist ausreichend, denke ich mal. Wir haben einiges erlebt in dieser Folge. Wir haben die Ameisenkönigin unversehrt gelassen und haben sie dann aber doch getötet. So aus Spaß einfach nur, ne? Kann man ja mal machen. Und in der nächsten Folge, weiß ich gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht betreten wir dann mal die Abwasserkanäle von Washington D.C., um dort die Myrlocks. Myrlocks. Nicht Myrlocks. Myrlocks.
zu finden. Und da sollen wir ja auch noch irgendwie für das Überlebenshandführerhandbuch, was weiß ich, von Moira noch irgendwas machen. Aber wie gesagt, das verschieben wir dann auf die nächste Folge und ich hoffe, dass du dann auch wieder mit dabei bist. Wir hören uns gleich nochmal im Endscreen, da sehen wir uns aber nicht, aber wir hören uns. Das ist schön. Und ich kann jetzt auch sogar sagen, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Haut rein. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Die erste Fallout 3 Folge mit Facecam geht zu Ende und es ist Großartiges passiert. Wir haben Dr. Lesko geholfen, der für die ganzen scheiß Feuerameisen in Kraditch und Umgebung verantwortlich ist. Haben testweise mal die fette Ameisenmutti getötet. Das war jetzt nicht so spektakulär, aber war schon ganz lustig auf jeden Fall. Aber vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal einen Auftrag, dass wir die töten sollen. Ansonsten kommen wir irgendwann zurück und töten sie einfach. Mein Gott, ist doch scheißegal. Und dann töten wir diesen Dr. Lesko gleich noch mit. Wir töten einfach alles, was uns in die Quere kommt. Und das vielleicht dann schon in der nächsten Folge. Da holen wir uns einfach die Weltherrschaft und sind einfach der King. So läuft's. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.